Herzlich willkommen zur ersten Folge von Uri and the Blind Forest. Ja, ich werde nach Möglichkeit das gesamte Spiel aufnehmen und auch hochladen. Genau, in der ersten Folge geht es darum, dass wir uns das Intro anschauen und anschließend die ersten Schritte gehen und auch unseren ersten Skill erlernen. Da würde ich sagen, viel Spaß. Dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen zu Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Und ich habe keine Ahnung, was der Unterschied von der Definitive Edition zur normalen Edition ist. Ich habe sie nur gekauft, weil es bei Steam nur noch die Definitive Edition gab, soweit ich das gesehen habe. Ja, und ich muss sagen, ich bin ein bisschen gehypt. Ja. Ich weiß, das Spiel ist älter, aber ich bin drauf gestoßen. Dachte mir, ja, das ist der mal mega geil. Gerade der Soundtrack, ey, der Alter, der ist so wunderschön. Einmal kurz lauschen. Also, Entschuldigung, wenn das nicht schön ist, weiß ich auch nicht. Dann hast du keine Gefühle. So, ja, genau, ich bin ein bisschen gesagt, ein bisschen gehypt. Ich freue mich sehr. Ich würde sagen, ich hoffe, wir starten einfach. Let's go. Ja, wenn wir natürlich den leeren Speicherplatz Nummer 1. Wir spielen auf normal. Immer werden wir uns an diese Nacht erinnern. Als Ori von mir ging in Sturm und Wind. Oh, wie süß. Das bin ich. Nee, okay. Na, dann gehen wir mal los. Schwalbennest. Dam-da-dam-da-dam. Ich trotte mal hierher. Ach ja. Boah, ey, der Soundtrack. Ah, wir können sogar springen. Aber wir sind langsam. Ah, die Feder. Oh nein, ah. Als Naru mein Licht an sich nahm, sacht. Als ihr eigenes Kind. Ach, guck mal, ich kann sogar schon steuern. Natürlich erstmal in die Gegenrichtung. Ah, okay, wir können noch in eine Richtung. Naja, dann hüpfen wir mal ein bisschen hierher, ne? Okay, das war's schon. Da geht's schon wahrscheinlich in die nächste Cutscene. Ja. Ah, ne. Ach so, nur ein kleiner Übergang. Na, dann können wir ja mal direkt loslegen. Okay. Ah, oh, hopp. Oh, wie cool. Ich muss dazu jetzt mal ganz kurz als Vorwarnung. Ja, ich weiß, das Intro ist so wunderschön und wir sollten. Okay, kurz weiter. Teamwork.
Okay, können wir in die andere Richtung? Wir können, dann gehen wir natürlich erstmal in die andere Richtung. Genau, was ich gerade sagen wollte, so ein, zwei Punkte anzusprechen. Also erstmal, ich habe nicht viel Erfahrung in dieser schicksalhaften Nacht. Warten wir erstmal, mach ich gleich. Lalala. Wie das Essen umklammert, tauchte ich den Himmel in flammendes Licht. So. Und hopp. Hopp. Ich rief nach Ori. Hoppada. Essensvorräte. Doch Hoffnung, die gab es nicht. Kann laufen. Okay. Da geht's nicht weiter. Dann gehen wir mal langsam und traurig Richtung Höhlenausgang. Ach, was ist denn das? Meine letzte Frucht. Oh. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Oh. Ich erinnere mich an die Zeit, sieht nicht gesund aus. Oh. Im Niedergang und ohne Licht. Und da ist die Frucht, die letzte Frucht. Der Wald nur blind und traurig war. Sieht schlecht aus für die beiden. Ah, na guck. Jetzt ein paar Früchte. Doch Hoffnung zeigte ihr Gesicht. Schnell nach Hause. Ah. Oh. Schnell. Oh, die ganzen Erinnerungen. Ey, ich bin jetzt schon allein von der Atmosphäre. Bin ich jetzt schon einfach. Oh nein. Oh nein, da ist eine Spinne. Oh, habt ihr die gesehen? Warte mal, ist sie wieder da? Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nicht. Oh, ich hab mich ein bisschen erschreckt. Oh. Ich habe das ganz miese Gefühl, dass wir gegen die Spinnen, die ich hier gerade gesehen habe, irgendwann kämpfen müssen. Na, dann gehen wir mal rein. Oh. Oh nein, bitte lebt noch. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht, nein. No. Die Geräusche.
Nun wieder eine Weise, ganz allein. Hopp, hopp. Ohne Grund zu bleiben. Und hinab in die Tiefen. Ah, okay. Ich kann natürlich erstmal wieder nach rechts. Das geht nicht. Nein, dann auf der Suche nach meinem Licht. So schwach in voller Leiden. Dann, komm. Schaffst du das? Ja, komm. Ja. Sehr gut. Astschreie ungehört verhalten. Ich glaube nicht, dass uns in diesem Wald Gutes erwartet. Oh Mann. Und alle Hoffnung verloren ging. Schaff das, komm, weiter. Nur ein Stückchen. Ja. Als die Kraft meines Kindes wich. Ah, okay, also das ist sozusagen die Stimme von diesem Ziehelternteil, denke ich mal. Gut, dann krabbeln wir mal den Berg hoch. Vollkommen entkräftet. Und der letzte Atemzug getan war. Belebte mein Licht Uri wieder und ein neues Zeitalter begann. Errungenschaft freigeschaltet. Die Reise beginnt. Spiel gespeichert. Ja, dann würde ich sagen, abermals. Jetzt, okay, ja, Gott, das ist plötzlich ganz schön viel Energie hier. Ja, dann würde ich sagen, abermals herzlich willkommen zu Uri und The Blind Forest. Ja, wie gesagt, ich bin tatsächlich ein wenig gehypt. Halte was? Halte Arad und Hurata springen. Okay. Also haben wir so einen. Ah, okay, so einen Höhensprung. Hui, ja, Dios mio. Okay, ich habe das Gefühl, kommen wir nicht hoch. Okay, na, dann müssen wir unten rum. Okay, durch Plattform runter, aber ich sehe da was. Du hast ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde Geisterlicht zu deinem hinzugefügt. Finde weitere Geisterlichtgefäße und stelle Fähigkeitspunkte zusammen. Ist das sowas wie Geld? Okay, ich muss dazu sagen, ich habe ich habe tatsächlich mich kaum spoilern lassen. Somit gehe ich hier komplett, also ich gehe nicht erwartungslos rein, weil ich das biegt sich cool. Cool, wie das auf meine Bewegung reagiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Das sieht nicht gesund aus. Und ich finde nicht, dass ich, ja, okay. Hätte ich mir denken können. Okay. Das ist nicht gesund. Dann gehe ich mal weiter. Bevor ich mir jetzt irgendwie was breche. Lieber weitergehen. Ah, okay. Und das ist. Du
hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Okay, also Heilung. Gut, das ist also Heilung. Gott, hätte man sich denken können, ist grün. Genau, ich wollte noch auch so ein paar Themen und das wieder gefunden. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Halte B gedrückt, um eine Seelenverbindung herzustellen und dein Spiel zu speichern. Na, würde ich sagen, machen wir das mal. Ah, okay. Warum X gedrückt halten? Toll. Ah, okay, aber das kostet mich dann so ein. Ist das ein Mana oder so? Wahrscheinlich ist das sowas wie Mana. Aua! Aua, ich bin nicht schlau. Okay, das kostet mich dann einmal so ein. Okay. Ach nee, dieses gelbe Zeug, was ich vorher eingesammelt habe, ist das in der Mitte, da ist dieser Kreis, der sich füllt. Und es passiert irgendwas, wenn er voll ist. Dann kriege ich eine Fähigkeit oder so. Der Pilz sieht nicht nett aus. Ist er nett? Er ist nett. Oh, wie cool, Alter. Die Physik. Die Physics. Okay, Oh, scheiße. Oh, Kacke, was? Hilfe. Ich glaube, das ist okay. Ist nicht extra, ich dachte, das wäre eine. Oh, scheiße. Genau, vielleicht passt es dann gerade zum Thema. Ich bin. Ich habe kaum Erfahrung mit Metroidvanias als auch Jump'n'Runs und bin generell in Spielen nicht so der Profi. Also habt keine so hohen Erwartungen. Ich werde sehr oft sterben. Und ja, also bitte akzeptiert das. Oder ja, wenn ihr es nicht sehen wollt, wie ich sterbe, dann. Vielleicht werde ich ein paar Tode rauscutten, nicht weil ich mich dafür schäme, sondern einfach weil es dann vielleicht langweiliger ist für euch. Mal gucken, ob ich das handle, aber wollte ich nur kurz gesagt haben, dass ja, ich nicht viel Erfahrung habe. Gucken wir mal, was wir da gegen diesen Typ machen können. Ich weiß nicht, ich werde es rausfinden müssen. Okay, aber so, das geht ja schon mal. Aua. Okay, aber ich kann schon mal springen. Wow. Ja, offenbar muss ich da irgendwie, ich weiß es nicht, den dagegen locken. Der wirkte so, als würde er irgendwo, der wirkte irgendwie, ah, ich weiß nicht, was ich machen muss. Ah, okay, und jetzt nochmal. Ah, okay, schlau, schlau. Du hast etwas geisterlich gefunden. Wenn du füllst, erhältst du. Ah, okay, also genau. Wenn sich der Kreis füllt, dann habe ich einen Fähigkeitenpunkt. Okay, cooles System. Gut, aber es ist schon sowas wie Geld, oder? Weil es so gelb ist. Ach, keine Ahnung. Naja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Genau, also wie gesagt, keine hohen Erwartungen haben, dann passt das schon alles. Generell auch mit Metroidvania. Mein erstes Metroidvania, wenn man das denn so nennen kann. Tief im Wald fand Ori das Verlorene. Genau. Okay. Was haben wir denn hier? Huiuiui. Meine Kraft kehrt zurück. Ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaumes. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deiner Reise führen, wenn du das möchtest. Irgendwie ist die Stimme ein bisschen gruselig, die ich hier mache. Sei still! Hörst du das? Sie müssen dir hierher gefolgt sein. Oh, Scheiße. Okay, das ist eine Waffe. Oh, Scheiße. Okay, wir haben ihn. Ich bin gerade ein bisschen in Panik, weil ich habe das Gefühl. Okay, das ist meine Waffe, okay. Dass ich gerade angegriffen. Okay, nee, okay. Was war? B? Ah nein, was war das jetzt? B? Achso, Tipp B. Ah, okay. Ah, dieser Balken zeigt an, wie viel Geisterlicht Ori eingesammelt hat. Absorbiere noch 47, um einen weiteren Fähigkeitenpunkt zu erhalten. Okay. So, okay, das ist ein. Ah, okay, das ist ein Fähigkeitenbaum. Okay, okay. Dann können wir gucken, was wir jetzt skillen wollen. Ah, was haben wir denn hier? Ermöglicht es dir, drei Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Okay.
Geistermagnet, die meisten Level Objekte werden von Ori erkannt, okay. Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abkühlzeit. Ja, ey, ganz ehrlich, ein bisschen Angriff, oder? Ein bisschen Angriff ist immer gut. Und das war's auch schon mit der ersten Folge von Ori and the Blind Forest. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch gut unterhalten und jetzt würde ich mich noch über eine kleine Bewertung in den Kommentaren freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.